Redcoon hier auf dem Mobile World Congress 2015 und wir schauen uns hier am Stand von Samsung das neue Samsung Galaxy S6 Edge an. Edge, weil hier das Display an beiden Seiten abgerundet ist, also schon etwas Besonderes. Das gab es so bisher noch nicht. Beim Samsung Galaxy Note Edge, das ja auf der IFA vorgestellt wurde, gab es zwar auch ein Display, was hier an der Seite abgerundet war. Das konnte auch für verschiedene Shortcuts benutzt werden. Das war aber dann noch was anderes, weil es nur an einer Seite abgerundet war. Hier ist es an beiden Seiten abgerundet, also schon was ganz Neues. Und es sieht auch wirklich sehr gut aus und es fühlt sich auch ganz gut an. Also das hat die Optik vom neu vorgestellten S6. Also hier ein Metallrahmen, vorne und hinten Glas. Sieht schon ganz cool aus, muss ich sagen. Und gehen wir mal kurz auf die technischen Daten ein. Da haben wir hier erstmal ein 5,1 Zoll Display. Das ist ein Super AMOLED mit einer Auflösung von Quad HD. Das sind 2560 x 1440 Pixel. Das ergibt eine Pixeldichte von 577 Pixel per Inch. Ein Octa-Core-Prozessor bestehend aus zwei Quad-Core-Prozessoren ist verbaut. Einmal mit 2,1 GHz und dann noch einer mit 1,5 GHz. Dazu noch 3 GB Arbeitsspeicher und dann noch Speicher für die Benutzer natürlich, 32, 64 oder 128 GB. Dann als Betriebssystem, gehen wir mal gleich drauf, über das Device Android Lollipop. Und hier haben wir nochmal das Secret Menu für Android Lollipop. Also die neueste Version von Android ist hier selbstverständlich verbaut. Zwei Kameras, einmal eine 5-Megapixel-Kamera hier vorne für Selfies. Und hier auch nochmal auf der Rückseite eine 16-Megapixel-Kamera, mit der man wirklich sehr schöne Bilder und Videos machen kann. Und hier nochmal ein LED-Licht und ein Herzschlagsensor. Von der Konnektivität her haben wir hier WLAN 802.11 ABGNAC 2,4 und 5 GHz und Bluetooth 4.1. Also ihr könnt damit eure ganzen Wearables und euer Zubehör verbinden. Der Akku ist fest verbaut, was natürlich auch ganz neu ist für Samsung und hat eine Kapazität von 2600 mAh. Gehen wir mal kurz um das Gerät herum, da haben wir hier einmal den SIM-Kartenslot, Infrarotport, damit ihr das Smartphone auch noch als Universalfernbedienung benutzen könnt. Power-Button, Lautstärketasten, Kopfhöreranschluss und hier einmal den eingebauten Lautsprecher und einen USB-Port. Das ist also hier das neue Samsung Galaxy S6 Edge mit dem links und rechts abgerundeten Display, was wirklich sehr schön ist. Man hält es in der Hand und denkt sich einfach nur ein sehr schön hochwertiges Smartphone. Also, vielen Dank fürs Zuschauen.